Mein Buch beschäftigt sich mit der Mittelschicht in Deutschland. Und meine These ist, dass alle Politik, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, über die wir auch jetzt im Wahlkampf reden, die in den nächsten Jahren die Politik in der Bundesrepublik bestimmen wird, sich um alle und jede Gruppe kümmert, aber nicht um die Mittelschicht, also um die Menschen in dieser Gesellschaft, die nicht richtig arm und nicht richtig reich sind. Wir denken sehr viel darüber nach, ob wir den Reichen etwas nehmen müssen von ihrem Reichtum. Wir denken darüber nach, ob wir den Armen mehr geben müssen. Aber wir tun zu wenig für die in der Mitte. Und um diese Menschen, zu denen die meisten von uns gehören, die meisten von denen, die sich diesen Film jetzt ansehen. Um diese Menschen müssen wir uns mehr kümmern. Mein Buch ist so aufgebaut, dass ich in 9 Kapiteln beschreibe, wie über die Jahrzehnte diese Mittelschicht immer stärker belastet worden ist, vor allen Dingen im Steuer- und Abgabenbereich, indem ich beschreibe, was das für Konsequenzen hat, wie das Selbstbewusstsein auch und die das Gefühl für Verantwortung und für Selbstverantwortung in dieser Gruppe immer stärker abgenommen hat. Ich beschreibe auch die Frage, ob wir aus Gründen der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise, die ich auch ausführlich darstelle, möglicherweise eine ganz neue Wirtschaftspolitik brauchen oder ob die alte Wirtschaftspolitik schon eigentlich die richtige ist, wenn auch neu formuliert. Ich frage, was passiert, wenn die Mittelschicht weiter geschwächt wird. Ich stelle ein Reformprogramm vor, das der Staat aufgreifen müsste, wenn er die Lage der Mittelschicht verbessern soll und will. Und widme mich zum Abschluss, wenn alles das nicht funktioniert, wenn der Staat diese Maßnahmen nicht ergreift, der Frage, was kann jeder Einzelne von uns in seinem privaten Umfeld tun, um seine Situation zu verbessern? Es gibt in der wissenschaftlichen, soziologischen, wirtschaftswissenschaftlichen Literatur eine Definition für Mittelschicht, die sich nur nach dem Einkommen bemisst. Das geht darum, Menschen, die, wenn man das durchschnittliche Einkommen der Bevölkerung bemisst, also eine Linie zieht dort, wo die Hälfte der Bevölkerung drüber liegt und die Hälfte der Bevölkerung drunter liegt und dann 30% drunter, 30% drüber geht, das ist nach den Statistikern die Mittelschicht. Mir ist dieser Begriff zu eng. Ich weigere mich überhaupt, konkrete Zahlen zu nennen, weil ich glaube, dass man damit das Thema unzulässig verengt. Mittelschicht ist ein gewachsener Begriff, kann man historisch nachweisen. Über die Jahrhunderte ist in Deutschland besonders im 19. Jahrhundert in der Zeit der bürgerlichen Revolution von Bedeutung gewesen. Und diese Mittelschicht gibt es heute immer noch. Die zeichnet sich durch bestimmte soziologische Merkmale aus. Das sind in der Regel besser ausgebildete Menschen, das sind häufig studierte Menschen, das sind Menschen, die an Bildung interessiert sind, die Familien haben, die bereit sind, Leistung zu bringen, aber für diese Leistung auch entlohnt werden wollen. Es ist im Grunde ein Milieu, um das es hier geht, und zwar ein Milieu, das in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt ist. Es passt zur Mittelschicht. Die Mittelschicht ist traditionell keine Gruppe, die sich politisch engagiert. Sie will ihr Ding machen, sie will arbeiten, Werte schaffen für sich und ihre Nachkommen. Und wenn das nicht geschieht, dann ist sie auch ein Stück zu vornehm, sich zu wehren. Auf die Straße gehen Arbeiter, gehen gewerkschaftlich organisierte Menschen, geht typischerweise nicht die Mittelschicht. Ja, ich glaube schon. Also ich beschäftige mich natürlich sehr intensiv mit der Beschreibung dieser Mittelschicht, mit den zahllosen Belastungen, denen diese Mittelschicht in den vergangenen 30, 40, 50 Jahren in der Bundesrepublik ausgesetzt worden ist. Das ist ja meine Kernthese, dass viele der Maßnahmen, die in den letzten Jahrzehnten gefällt worden sind in der Politik, zu Lasten dieser Mittelschicht gegangen sind. Wenn Sie die Steuer- und Abgabenbelastung sehen, die in diesem mittleren Bereich besonders hoch ist und dort natürlich auch besonders wehtut, weil die Leute ja nicht wirklich reich sind, wenn auch nicht wirklich arm. Und komme dann, beschreibe auch den Reformbedarf, den ich sehe, welche andere Wirtschaftspolitik wir brauchten, was für Reformen im Steuer- und Abgabenrecht wir brauchten, in der Bildungspolitik und so weiter. Erkenne dann aber natürlich an, alles andere wäre ja weltfremd, dass wir diese Reformen nicht von heute auf morgen bekommen, vielleicht nie, wer weiß.
Und deswegen beschäftige ich mich in meinem letzten Kapitel auch mit der Frage, was kann jeder Einzelne von uns selbst tun, wenn der Staat ihn im Stich lässt? Und entwickle 9 Gebote, von denen ich sage, das sind Dinge, die jeder Einzelne verändern kann. Zum Beispiel selbst in Bildung investieren, um nur ein Beispiel zu nehmen. Es reicht eben nicht, immer zu fordern, dass der Staat mehr machen soll. Das wäre wichtig. Wir brauchen bessere Schulen, Schulen, die mehr an den Schülern und weniger an der Ministerialbürokratie organisiert sind. Wir brauchen mehr Geld für Forschung. Wir brauchen weitere Reformen an den Universitäten. Aber solange all das nicht geschieht, kann der Einzelne schon eine ganze Menge machen, indem er seinen Kindern eine bessere Ausbildung angedeihen lässt, zu Lasten anderer Ausgaben, die er vielleicht tätigen möchte, indem er intensiver, als es bei vielen Familien geschieht, sich darum kümmert, die richtige Schule für die Kinder zu suchen, indem er vielleicht auch bereit ist, ein Auslandsstudium zu finanzieren. Nicht jeder kann das, das weiß ich, aber es können viel mehr Menschen, als es wirklich machen. Da muss man auch Eigeninitiative aufbringen. Das war jetzt ein Beispiel von 9 Beispielen, die ich aufführe. Er muss für sich selbst entscheiden, wie er sein Leben und das Leben seiner Kinder in dieser Gesellschaft, die im Umbruch ist und die sich tendenziell eher von ihren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern wird, wie er sein Leben in dieser Gesellschaft organisiert, welche Prioritäten er setzt und welche Prioritäten er nicht setzt. Und dazu muss er natürlich auch bereit sein, mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Tatsache, dass wir einen solchen, wie ich es nenne, Wohlfahrtsstaat haben, in dem der Staat alles und jedes reglementiert und dadurch dem Einzelnen sehr viel Gestaltungsfreiheit nimmt, hängt ja auch damit zusammen, dass viele Menschen sich abgewöhnt haben, selbst für ihr Schicksal verantwortlich zu sein. Man muss ganz sorgfältig überlegen, in kleinsten Dingen, bei der Frage, welche Versicherungen schließe ich ab, will ich wirklich die Rundumversicherung und dafür auch viel Geld ausgeben und möglicherweise viel staatliche Bevormundung? Oder bin ich bereit, auch in vernünftigem Ausmaß Risiken zu übernehmen? Mehr Selbstverantwortung, mehr Selbsttun, sich auch mehr engagieren, sich auch mehr politisch engagieren beispielsweise, sind Dinge, die kann jeder selbst tun und da muss er nicht auf die Politik schimpfen.